Herzlich willkommen zur dritten Episode, ne, von Die Austeiler. Boba und Leon packen aus. So hieß das, glaube ich, ne? Mit dabei ist heute mal wieder Leon der Leon, ne? Vom Baum Gaming HD am Start. Ja. Genau, und heute ist das Thema War Lehrer. Lehrer, richtig. Da habe ich dich mal wieder gerettet. Danke, danke. Und jetzt müssen wir doch die Beleidigung der Episode an Fiva Trixer richten. Genau. Den werden wir jede Episode einmal beleidigen. Und du fängst an. Jo, Trixer, du bist eine dumme Ösi-Sau. Dumm und Ösi. Ja, das war Zugleich. meinerseits. Was sagst du Zugleich. dazu? Genau, zugleich. Ja, nee, ich kann mich dem nur anschließen. Du dumme Ösi-Sau. Ja. Du dumme Ja. Ösi-Sau, aber mit Herz. Du bist ein ganz cooler. Ja, okay, machen wir weiter. Aber dumm. Na gut. Also Lehrer, ja, fang du mal an. Gott. Lehrer, ja. Also Lehrer, glaube ich, kennt jeder. Gibt es von nett bis zu böse bis zu verrückt, oder? Was meinst du? Also, das ist echt Ja. unfassbar. Was für Das Menschen es manchmal gibt. stimmt. Das stimmt. Ja, es gibt die strengen Lehrer, die. Ja, wenn du hustest, musst du den Raum verlassen. Ja. Ja, genau. Das ist echt manchmal sehr, sehr krass. Aber, ja, das gibt's halt, ne? Was soll man machen? Aber es gibt auch manchmal einfach verrückte Lehrer. Okay, mein FIFA spackt jetzt ab gerade. Ja, okay. Ja, es gibt doch, ja, die Lehrer, die fast nie Hausaufgaben aufgeben, und dann gibt es halt die Lehrer, die auf einmal, ja, ganz schön viel aufgeben. Genau, wie zum Beispiel meine Englischlehrerin, die uns einfach mal drei Workbook-Aufgaben, Seiten aufgibt. Einfach so, drei Stück natürlich. Das ist nicht Okay. nett, das ist nicht nett. Ich meine, ich verstehe ja, dass man was aufgibt, aber jetzt nicht drei Seiten, das ist nicht nett. Ne? Doch, ich mag Ja, Hausaufgaben. du magst Hausaufgaben, ja. Er musste eingeworfen werden. Nein, aber ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, Leute. Irgendwo bei Hausaufgaben waren wir, ne? Ja, genau. Ja, ich in irgendeiner Art und Weise muss es sein, dass man Hausaufgaben aufkriegt. Ja, Klar, man muss ja auch natürlich. weiterkommen. Aber ja, zum Beispiel in Mathe, da kriegen wir jeden Tag ja so mehrere Seiten auf. Das ja, das Ja, ist. genau, das ist ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Das ist manchmal zu viel des Guten, ne? Vor allem bei dir, Mathe, ne, ist ja nicht dein Lieblingsfach, habe ich gehört. Stimmt. Ja, aber sonst. Ja, Lehrer Ja. ist ein Thema. Ach so, genau. Dankeschön an den Lieben, wer auch immer das in die Kommentare geschrieben hat mit dem Thema Lehrer. Irgendwer hat das vorgeschlagen, auf jeden Fall. Ja, danke an dich, und du guckst das Video auf jeden Fall bis zum Ende, das finde ich cool. Also ich kenne ihn auf Ist. jeden Fall persönlich, aber ich weiß nicht, wie er auf YouTube heißt. Also. Von daher. Okay. Aber gut, egal. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Danke nochmal an dich. Und ja, Lehrer, wie gesagt. Das ist ein Thema, wo man wieder mal sehr lange drüber reden kann und über seine eigenen Erfahrungen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur konkret darüber reden, was für Lehrer es gibt. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, weil sonst, ne, kann das natürlich schlecht Kann enden. Ärger geben. Ja, Ja, genau. es gibt auch noch, ja, wie gesagt, strenge Lehrer. Es gibt normale Lehrer. Es gibt aber auch Lehrer, die sagen, sie müssen noch eben was kopieren, und die kommen dann, ja, am Ende der Stunde wieder. Ja, ich glaube, die haben selber gar keinen Bock auf Unterricht, also. Ja, genau, und dann will man noch mal eben Geld verdienen und dann, ja, auswandern. Genau. Oder die Lehrerin, die, ja, das ist auch, ich spreche aus eigener Erfahrung, ja. Die Ja. Lehrerin, die einfach mal in der, wenn man die, man hat ja so die Prüfungen, und sie springt dann sobald, kurz vor den Prüfungen, verlässt sie die Schule oder so. Ja, Das genau. Ja, ist, das ist oh, natürlich. ich liebe das, ich liebe das. Genau, ja, ja. ich weiß jetzt noch, wer das war. Ich habe gerade nachgeguckt. Das war Aslak Zocken auf der Straße. Genau, das ist der, ja, genau. Das ist der. Der liebe Ferdinand. Ja, okay. Ja. Ja. Toller Name übrigens. Ja. Ja, Naja. Aslak Zocken auf der Straße. Ja, ist ja auch egal. Sehr So, unpersönlich. was gibt es noch? Erfahrungen? Ja, ich bin so der Lehrerliebling, sagen wir es mal so. Deswegen habe Kann ich ich mir gut vorstellen. nicht so viel Streit mit Lehrern, aber Ja, ich auch nicht, weil ja. wozu auch, ne? So. Ja, Ja. es gibt auch Lehrer, die viel durchgehen lassen, und halt Lehrer, die sehr wenig durchgehen lassen, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Ich mag persönlich mehr die, die ein bisschen mehr durchgehen lassen. Ja, es kommt halt immer drauf an, das muss man dazu sagen, aber Ja, dann gibt es auch das. noch die Art Lehrer, die einfach nicht sich nicht durchsetzen können. Also echt, manchmal sind Leute am Handy, der sagt zwar einmal, pack's weg,
Und dann packt er es nicht weg und dann sagt er, ja, okay, dann mach was du willst. Das verstehe ich auch nicht so. Schleichwerbung, guckt in die, ja, die zweite Episode, also in die vorherige. Da Ja. könnt ihr nochmal mein Ausraster wegen Smartphones hören. Wie kommst du jetzt Ja. darauf? Keine Ahnung, du hast gerade über Smartphones geredet, aber. Ah ja, stimmt, habe Ja. ich. Ja, und man könnte jetzt auch wieder stundenlang darüber reden, ja. Natürlich. Zum Schluss würde ich noch sagen, ja, Lehrer sind wichtig auf jeden Fall für unsere Bildung. Natürlich. Darf man nie vergessen, auch wenn wir sie hassen. Es gibt natürlich auch depressive Lehrer, die, wenn du sagst, ja, typische Frage, hast du die Hausaufgaben? Ja, ich suche sie noch kurz. Ja, nee, also da könnte ich eigentlich auch nach Hause gehen. Ja, So. klar. Das ist wieder typisch Lehrer. Man sucht nur eben kurz, ja, weil man nicht Herr der Ordnung ist und dann, ja, kriegt man halt auch Ärger. Ach ja, Lehrer, es gibt so viele verschiedene Typen. Das ist unfassbar. Ja, ich habe vor allem sehr viele verrückte Lehrer, wenn ich ehrlich sein muss. Ich weiß nicht, ob du welche hast. Hast du welche, ja, ne? Eine Verrückte, ja, Ja. ein bis Ein. zwei so. Zwei, ja, ich auch so. Dreh, zwei, drei, vier, sowas. Naja, Sechs, sieben, acht, neun so. aber man muss auch ja, daran denken, die haben auch studiert und die sind ja nicht so blöd, wie sie aussehen, ne? Das Ja. stimmt, das denke ich mir auch immer, wenn einer aus meiner Klasse Genau. dann mich so anschaut, ey Leon, die ist so blöd, ey, Ja, die ist genau. so, Die muss ja denke ich mir. irgendwie irgendwas, ne, geschafft haben im Leben, ey. Und dann stopfe ich sie an. Nee, die ist gar nicht so dumm, die hat schon was erreicht im Leben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Lehramt so ein wirklich guter Beruf ist, aber auf jeden Fall Es besser ist als auf je nix, ne? es ist auf jeden Fall ein wichtiger Beruf. Ja, auf jeden So, Fall. ja, ich denke, wir machen mal Schluss für diese Episode. Ja, Ja, ich würde auf. sagen, wir machen noch 20 Sekunden, okay? Wenn das in Ja, Ordnung ist. mach eine Aufgabe noch. Ach, genau, eine Aufgabe. Ja, natürlich. Also wie immer eine Aufgabe, um zu wissen, ob ihr alle dieses Video fleißig geguckt habt. Und zwar ist die Aufgabe der heutigen Episode einmal 58 minus 20. Ja. Schreibt einfach in die Kommentare. 38. Ja, egal. Ja. Kannst es ja ruhig sagen. Hauptsache, er hat es geschaut. Na gut, egal. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Willst du noch was sagen? Ja, und ich würde noch sagen, wir werden in der nächsten Episode dann ein paar, ja, Gäste dabei haben. Ja, genau. Und ja, das Thema verraten wir noch nicht. Genau, und Aber. wenn es mal, ja, warte, wenn es noch Ja. irgendwelche größeren YouTuber oder mal YouTuber, wenn ihr auch YouTuber seid und in irgendeiner Episode dabei sein wollt, Und wir älter als machen. 14 seid, ja. Genau, und keine Piepstimme habt, dann seid doch dabei. Genau, Und schreibt einfach in schreibt die uns, Kommentare. ja, oder einen von uns beiden privat anschreiben, dann Genau. passt sich schon. Und ihr könnt natürlich wie immer oder solltet in die Kommentare schreiben, was für ein Thema wir für die nächste Episode, wobei für die übernächste dann eher nehmen Ja. sollen. Ja, und wir sind weg. Hashtag Trickster ist eine dumme Ösi-Sau. Ja, Herzchen. genau. Aber was, wir mögen dich alle. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes Thema nehmen sollen. Ich muss hier noch kurz 5 Sekunden warten, damit hier Halbzeit ist, weil ich will nicht mitten im Spiel aufhören. Ist das in Ordnung für dich? Ja, Gut. auf jeden Fall. Dann gibt's hier noch eine Ecke, dann, ja, sagen wir trotzdem nochmal halt so mäßig tschüss, ne? Wie gesagt, Aufgabe habt ihr, Trickster ist scheiße, ja. Nee, aber was, ey, der wird uns hauen, der Typ. Aber was, Naja, nee, nee, okay. ja gut, dann ist es jetzt hier auch amtlich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Bis damals, guten Ciao. Und ciao. Hashtag Trickster ist ein Doppel-Mösi.